herzlich willkommen zu Skyrim. Wir haben das letzte Mal uns durch die Gletscherspalte durchgearbeitet zum letzten Wegschrein. Vor dem stehen wir jetzt. Wir haben das letzte Mal auch den Wasserkrug eingesetzt. Also, und hier heißt dann, ich habe den Kelch des Initiaten vollständig gefüllt, den ich von Ritter Paladin Gelebor erhalten habe. Ich muss nur noch den Zugang zum Allerheiligsten des Doms erlangen, wo sich sowohl Erzvika Virtue als auch Aurels Bogen finden. Tja, und genau das machen wir jetzt mal. Möge Aurels Glanz euer Herz mit Wonne. Schrei der Vision, jetzt muss ich mal gucken, welcher der richtige ist, wahrscheinlich ganz. Aha, jetzt weiß ich, wo das herkommt. Schaut mal meine Figur an, da ist so eine Art Aura drumherum, das habe ich auf manchen Fotos schon gesehen. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Das ist irgendwie der Einfluss von. Ja, sowas da halt. Irgendwie Flimmer-Effekt, ne? Wenn ich mich umdrehen müsste. Genau, ist weg. Es ist nur vor so einem Hintergrund. Schreien der Lehrer, hoffentlich war das jetzt richtig. Ich habe jetzt nicht lang genug nachgedacht. Vielleicht ist es jetzt das falsche Portal, aber gut, werden wir sehen. So, ich habe ja jetzt also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein. Auf jeden Fall der falsche. Wir gehen also nochmal zurück, da wo wir gerade hergekommen sind. Das ist Schrein des Glanzes. Meine 30 Videos Elder Scrolls Online, die habe ich ja jetzt allmählich oben. Das heißt, wahrscheinlich kann ich in Zukunft wieder häufiger Skyrim rausbringen. Eventuell werde ich da den Hauptladeturnus mal überdenken. Und dann kommt es nicht mal wöchentlich, sondern was weiß ich, zweimal wöchentlich oder so raus. Mal gucken. Schwarzwaldpassage haben wir erledigt. Schrein des Entschlusses. Und zum Schrein der Vision. Sag mal. Ich stöpfe mal noch mal gucken, ob das. Weil irgendwie fehlt da doch was. Okay, wir haben ja diesen Zauber da, Hellsehen. Was rät er mir denn? Dass ich da lang gehe? Okay, da wäre ich jetzt leider irgendwie nicht drauf gekommen. Ich war jetzt wie vernagelt. Das muss der Ort sein. Obwohl ich das schon mal gemacht habe. Ich habe ein Gebäude wie dieses gesehen. Es sieht wie eine Art Tempel aus. Beim Blut der. Ach, wir könnten vielleicht. Ja, bei dem Wetter ist das Panorama leider nicht so atemberaubend. Könnte schöner sein. Schade, für den Screenshot ist das hier eindeutig zu düster. Ich habe doch wolkenloser Himmel, oder? Mal gucken. Na, komm. Wolkenloser Himmel. Vielleicht, ich muss mich jetzt wieder an die Maussteuerung gewöhnen. Ich hatte mich jetzt schon einigermaßen umgestellt auf die Konsolensteuerung, aber wie ich das letzte Mal schon sagte, leider funktionieren da die Schnelltasten nicht. So. Ich weiß nicht recht, also ich habe schon schönere Fotos gemacht. Aber ich mache jetzt mal eins und ja. Stört mich übrigens gar nicht, dass da jetzt der Kompass drauf ist. Ich hätte ja das Interface ausblenden können. Aber es stört mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe schon mehr Screenshots, die dienen mir als Desktop-Hintergrund in der Diashow. Dies ist eine Statue von Auriel, aber mit einem der älteren Zeichen seiner Macht. Dieser Tempel muss uralt sein.
Der Bogen muss hier drin sein. Das schaut doch aus, was der da in der Hand hat. Wie dieses Ritualmesser irgendwie. Wo ist es denn? Ich bin eigentlich sicher, dass ich das noch mit mir rumschleppe. Aber vielleicht habe ich es doch schon abgelegt. Ah, wurscht, egal. Irgendwie erinnert mich das, was die... Oh Gott, ist das... Die Steuerung. Das, was er da in der Hand hat, erinnert mich ein bisschen an das Schälmesser, mit dem er von der Rinde dieses einen Baums da Rinde entnommen haben für die Mission mit den Ahnenmocken. Klasse, und dafür haben wir jetzt die ganze Prozedur. Wegen dem nicht vorhandenen Schlüssel. Mal kurz speichern hier. Okay. Ich kenn's ja schon. Und ich schaue mir jetzt mal die Statuen an. Einige von denen haben Gegenstände, diese Falmer die wir nehmen könnten. Sie sind im Eis eingefroren. Ja. Einige davon werden uns ich auch angreifen. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Und ich hielt schon die Seelengruft für gruselig. Tja, Serana. Rolle des. Die wiegt nicht viel, die nehmen wir mit. Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Entschuldigung. Und was ist unsere Aufgabe hier eigentlich? Finde Erzkorrektur. Gut. Stark des Eisspiels. Der ist ja ordentlich was wert. Kann ich mir den noch mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Außer ich hau was irgendwie knapp davon. Ich habe genug Gold, 300.000, das ist... Und benutzen tue ich den Stab nicht. Aber einige von denen... Eine silberne Smaragdhalskette. Das kann ich gerade noch mit mir rumtragen. Ja, ich hätte ja noch den Schmuck. Da stelle ich jetzt mal den Druck da drauf. So, hier gibt es auch irgendwo noch einen Riesen, dazu brauche ich den Bug auch nochmal. Komm rein. Ich glaube, das, was ich da hören konnte, war der Riese. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Warum denn? Ich trage auch nicht viel mehr als vor 30 Sekunden. Also eigentlich gar nicht mehr. Ich hätte ja jetzt gerade spontan Lust, ein paar Spinnen zu verbrauchen. Das ist gut für eine Flammenspinne. Gut, aber deswegen trage ich immer noch zu viel. Ich fürchte, ich muss vorübergehend den Schmuck einsetzen. Den Trageschmuck und... Oder das hier, die Locke. Genau, die Locke von Schutzband. Und hier
mache ich halt im Moment weniger Schaden, bis das Problem gelöst ist. Öffnen. Woher seid ihr gekommen? Das mache ich jetzt ein paar Mal, dann habe ich die Spinne auch mal eingesetzt und es hat irgendwie Stil, oder? Das hätten wir geschafft. Okay, die hätte ich mir sparen können. Du hast doch bestimmt so ein Glanzstück mit dabei, ne? Genau, Rubinglanzstück. Ich glaube, das ist das Einzige, das wirklich wichtig ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt könnte ich natürlich mehr mitnehmen. Die Verlockung ist groß. Komm, lass liegen, Mensch. Die Verlockung ist halt groß. Ich bin halt... bin halt ein Sammler. Aber den Saphir, den nehmen wir mit. Der bleibt da. Weißt du, ob ihr euch an das Ende von Gothic 2 erinnert? Wo der namenlose Held mit seiner Mannschaft nach Nirtana schippert? Mit der gekaperten Esmeralda. Und da haben sie doch auch den Goldschatz an Bord. Und da heißt es doch am Ende der Intro, wir müssen was über Bord werfen, wir sind zu schwer, wir kommen nicht weiter oder so. Und dann sagt der namenlose Held, nein, wir werfen nichts über Bord. Die Elfenpfeile sollten wir mitnehmen, die brauchen wir noch. Ich habe aber welche dabei, die habe ich bei denen immer auch mit. Das sind die ganz großen Klinke. Ja, namenloser Held, ne? Und dann sagt er, sagen die, wir müssen, das Gold ist entbehrlich, sagt seine Mannschaft dann irgendwie zu ihm. Nein, der namenlose Held dann, nein, das Gold bleibt da. Und so geht es eine ganze Weile hin und her, während also die Credits ablaufen, geht es eine ganze Weile hin und her. Wenn ihr den Abspann mal sehen wollt, der ist echt witzig, schaut euch auf YouTube mal an. Ich habe leider Gothic 2 mit dem namenlosen Helden nicht auf YouTube. Vielleicht mache ich es ja irgendwann mal andererseits. Gibt es schon genug Leute, die das gemacht haben. Wäre also irgendwie, muss nicht sein. Traume wecken, Gronkh hat das auch durchgespielt und okay, Björk. Schauen wir mal, ob sie da wieder rauskommt. Irgendwie nicht, ne? Komm, ich befreie dich. Und jetzt komm, fall zurück. Hast du gedacht, ich lasse dich da drin und würde dich doch nie tun, Scherz. So, da gibt es irgendwo noch so einen Teil, wo man den als Schlüssel braucht. Da kriegen wir einen Segen. Der Segen gibt uns mehr, ich glaube 10% mehr Fernkampfschaden. Na, komm, naja, dann nicht rum. Mausgehörsam, dahin. Auriels Segen, wo ist er denn? Da ganz unten, zieh uns verstärken. Jo, 11 Stunden, Projektilwaffen sind 10% effektiver. Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir das eigentlich mit Fernkampfwaffen durchzocken sollten. Aber, ja. Lassen wir jetzt mal. Nö, das Ding nehme ich denn nicht ab. Hoffentlich muss ich denen das nicht aus der Hand nehmen und dass es weitergeht. Eliarischen Farmeinkommen verfügbar. Weil einige von denen greifen ja an. Ja, da ist nichts. Ich schaue mich gerade nur gründlich um, damit ich nichts übersehe. Aber es sieht so aus, als geht's einfach da weiter. Oder war ich ja so nett, dass ich von da komme? Nee,
Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen genau in die andere Richtung. Ah ja. Warte mal, da ist eine Tür. Kann ich da durch? Ja. Das ist eine Tür, die zum Durchgehen gedacht ist. Wie viele von diesen Glanzstücken habe ich denn eigentlich jetzt? 5 müsste es, glaube ich, geben. Rubin, Smaragd sind 2. Hier sieht man wieder, Amethyst sind 3. Ich meine, ich hätte doch. Also ich muss nach so einem Viereck suchen. Viereck-Symbol. Da, das Messer habe ich übrigens vorhin gemeint. Das schaut ein bisschen so aus wie das, was die Statue in der Hand hatte. Aber, ja. Also 1, 2. Das ist was anderes, das ist eigentlich noch Dragonborn, die Quest, die müsste ich eigentlich auf Solstheim auch nochmal machen. 3. Ich habe definitiv nicht mehr als 3, gut. Ist halt so. 5 müssten es sein. Aber ich habe gelesen, wichtig wäre eigentlich nur das Rubin-Dings, glaube ich. Und das haben wir ja. Das haben wir ja. Schön, dass die Spinne nicht verschwindet, einfach so. Das hast du in der Hand, eine Axt, die kannst du behalten. Also ihr, wenn nicht lebendig werdet, das stinkt doch noch mal. Hallo. Ich sag mal, wenn ich das aus der Hand nehme, diese Kette. Ja, genau. Macht nichts. Wir brauchen ja sowieso so ab und zu mal ein bisschen eine Action-Anlage. Aber ihr seht, die sind keine. Die Spinne ist ja gar nicht explodiert. Die hat den Gegner wohl nicht so richtig ernst genommen. Müsste ich mal aufpassen, ob die jetzt während der Videoaufnahme, ob die jetzt die ganze Zeit gekämpft hat oder wie oder was. Das, nix, Felsen. Aber jetzt, ich wollte noch gar nicht durchgehen, ich wollte eigentlich vorher speichern. Je nachdem, was jetzt kommt, kann es sein, dass die Folge ein wenig länger wird. Weil, eigentlich... Schätze ich, da kommt nicht mehr allzu viel nach. Oder aber ich mache eine kürzere Folge und mache da lieber 2 draus. Ich glaube, das wäre. Da hockt er ja. Tja, gut. Sprechen wir ihn an. Machen wir das in dieser Runde. Finde Erzkurator Virtua. Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Jo, mach ich auch. Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment, redet er von mir? Von wem sonst? Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Jo. Du glaubst, warte mal. Meine bezaubernde Gefährtin, die teilt ja so ordentlich aus.
mit Waffen, die ich selber gebaut habe. Tja, da kommt noch mehr, keine Sorge, das war noch, das war's noch nicht. Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Wohin werdet ihr gehen? Warum wurden wir geboren? Wieso hast du so große Augen? Mal gucken, was macht eigentlich die Spinne jetzt? Ach komm, weil es gerade lustig ist. Just for fun. ich sollte vielleicht. Ziemlich beeindruckend, aber leider. Die Spinnennummer, die machen wir jetzt noch einmal. Irgendwie finde ich das spaßig. Und ich gewinne außerdem wieder die Oberhoheit über mein Inventar zurück. Vergeblich, aber Frostspinne, das macht keinen Schaden. Die sind. Macht keinen Sinn, die sind bestimmt ziemlich resistent. Also verballern wir einfach die Flammenspinne. Jetzt habe ich den natürlich nicht ausreden lassen. Vorsicht, sorry. Er lässt die Decke einstürzen. Ja, jetzt habe ich das erste Mal gesehen, wie das ausschaut, dass die Decke einstürzt. Sonst habe ich es immer nur aus der Perspektive gesehen. Dann Spinne. Komm, Spinne. Spinn. Und das geht nochmal. Komm. Ja, machen leider nicht viel Schaden. Das hat lange genug gedauert. Wer ist das? Kind, mein Leben ging sehr lange vor eurer Geburt zu Ende. Physischer Schlag gehen. Ich sollte mal wieder. Komm, Spinne. Oh, Telekinese offenbar. Oh mein Gott. So, das war glaube ich die letzte. Was haben wir denn noch? Hüpfende Blitzspinne. Ja, warum nicht? Weil es gerade so funny ist. Aber echt schade. Ich würde die Spinnen viel öfter einsetzen, wenn sie mehr Schaden machen würden. Dann wäre das eine echt tolle Sache. Und so ist es eigentlich nur ein Gimmick. Muss man ganz klar sagen. Aber es ist irgendwie. Es macht Laune. Nein! Doch! Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Er ist dort oben, auf der Galerie. Kommt schon. Ich möchte die Perspektive ändern. Ich komme in der Perspektive nämlich nicht klar. Hallo. Ja. Er ist da oben. Ich glaube, wir machen das jetzt wie vorgesehen mit Pfeil und Bogen. Schnelltaste, die 4. Hat er mir da jetzt wieder alles durcheinander? Wieso denn? Geht schon wieder nicht. Okay, ich weiß nicht warum, aber ist wohl festbedingt. Ich kann jetzt das Inventar nicht aufrufen und die Waffe nicht wechseln. Geht halt einfach nicht. Dann muss es. Achso, ich erinnere mich, das ist jetzt erstmal eine Plauderaktion. Motor, gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ich war Auriels Erzkurator-Mädchen. Das bedeutet nicht viel. Bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen.
In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe, seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs, Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine einzige, eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das für Tränen? Woher seid ihr gekommen? Können wir dann endlich anfangen? Weil es gerade so lustig ist, komm schnell. Was? Oh, mit der Frostakte und nach Nummer kannst du mich. Oh, also gut. Man merkt halt, dass die nicht mitleveln, obwohl ich auf legendär spiele. Also sind sie legendär und eine Mod habe, die. Ja, das nehmen wir mit als Souvenir. Ach komm. Was soll das? Nehmen wir alles mit. Jetzt liegt er da, wie man halt so da liegt, wenn man da liegt, ne? Und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Und jetzt zeige ich euch mal, wofür ich die ganze Zeit Elfenpfeile gesammelt habe. Wie viele haben wir denn? 250? Das ist ja so. Also wurde getan, was getan werden musste. Jo. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtua tot sein muss. Und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Er war ein Vampir, er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Zum Beispiel seine Langlebigkeit. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Und warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Oh, gern geschehen. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. So. Dann nehmen wir den Bogen mal an uns. Aber weil er sagt, Dom wiederherstellen, also eine, wenn ich einen Dom wiederherstelle, schaut doch irgendwie anders aus. Aber, Ja, ist ja schon gut. Wenn die Schrift immer verschwindet, könnte ich einen schönen Screenshot machen. Abgeschlossen. Berührung des Himmels. Dann nehmen wir den Bogen mal in die Hand. Prächtiger vorgestellt. Ja, eigentlich ist er recht prächtig. Schön. Ich kann ihn nur momentan nicht. Moment, das kriegen wir schon hin. Ich zeige euch den schon noch einen Augenblick. So, ich habe mir das jetzt mal hergerichtet. Ich wollte eigentlich
eine Fernaufnahme machen. Aber ich weiß nicht. Ja, entscheide ich später. Machen wir mal einen Screenshot. Und dann machen wir eins aus der Nähe. So. Gut, dann TM blind und TFC. Und dann reden wir mal mit Virkur, beziehungsweise ich glaube momentan müssen wir Serana ansprechen. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Jo, was machen wir jetzt? Ich glaube, das wissen wir beide. Es ist Zeit, vor meinen Vater zu treten. Wenn wir es nicht tun, wird er uns für den Rest unseres Lebens verfolgen. Um seinen Bogen zu kriegen, ne? Wenn wir das tun, muss er sterben. Ich habe darüber lange nachgedacht. Es ist nicht einfach. Aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Nein, das muss hier und heute enden. Tja, der würde dich auch ohne zu zögern opfern, da bin ich sicher. Dann lasst uns ihn gemeinsam gegenüber... Wenn wir zur Burg zurückkehren und die Tür eintreten, werden uns seine Freunde überwältigen. Nein, lasst werden uns zurück nicht. Zu Ishan gehen und ihm zeigen, was wir haben. Dann wird er uns sicher ein oder zwei Männer zur Seite stellen. Der wird uns mit Freuden die ganze Truppe begleiten. So, ab nächstes Mal... Es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, so sprecht. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Jo, was könnt ihr mir über Ariels Bogen erzählen? Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Was kann man damit machen? Der Bogen bezieht seine Kraft aus Aetherius selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Das klingt beeindruckend. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Mit sonnengeheiligten Pfeilen wärt ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Klingt gut. Mithor, erwähnt ihr etwas über die Verwendung von Blut? Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen eigentlichen Zweck verfremden. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Da hast du wohl recht. Wie kann ich sonnengeweihte Pfeile bekommen? Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, kann ich sie mit den entsprechenden Beschwörungen und Ritualen segnen. Könnt ihr sonnengeweihte Pfeile herstellen? Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Also gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segnen soll. Jo, also wir könnten ja... jederzeit wieder zu ihm zurückkommen, deswegen habe ich Auriel selbst soll... Ja. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes deswegen. Mit solcher Hand... Ja. Bogen, wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt. Ich tatsächlich ist es... Mit Sonnen... Mein Gott. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jede... Nun, den Bogen... Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Dann stell mal... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Ja, wir haben jetzt 250 dabei. Mehr als 20 auf einmal... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können... Auf jeden Fall. Das muss ich jetzt so... Mehr als 20 auf einmal können... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal... Auf jeden Fall. Mehr als 20... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es... Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal...
Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Ja. Inventar habe ich jetzt alle, ja. Sonnengeweihte Pfeile 272, ja. Haben wir. Gut, mehr haben wir nicht. Drum stehen uns die... Wir könnten auch bei Serana Pfeile dingsen. Mit ihrem Blut, die funktionieren dann. Wirken hat etwas über Vampirblut und den Bogen gesagt. Ach komm, er hat noch Gesprächsoptionen, machen wir erstmal die zu Ende. Ich nehme an, alles ist gut? Bestens. Könnte ein Betrunkener jemals gehalten werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Warum? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben. Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Die sind halt irgendwie verwahrlost, ne? Dann gibt es keine Hoffnung für sie. Vielleicht werden sie nie mehr zu ihrem früheren Aussehen zurückfinden. Aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich bemerkt, dass ihre Intelligenz gestiegen ist. Wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, könnten sie vielleicht Frieden finden. Das ist der einzige Weg für sie herauszufinden, dass sie nicht immer bösartig waren. Dass sie einst eine stolze und wohlhabende Rasse waren. Und was passiert jetzt mit dem... Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Klickst du da drauf, dann nimmt er das darüber. Das ist... Es würde mich zwar mit großer Freude erfüllen, den Dom wieder in alter Pracht zu sehen. Aber ich weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Nun, da mein Bruder tot ist, bin ich sehr wahrscheinlich der Letzte unserer Rasse. Na, vielleicht gibt's ja noch irgendwo welche. Dann habe ich zur Auslöschung eurer Art beigetragen. Es gibt keinen Grund, so etwas zu sagen. Ich sagte, es wäre möglich. Es ist genauso gut möglich, dass es anderswo auf Nirn noch weitere abgeschiedene Konklaven der Schneeelfen gibt. Das stimmt. Außerdem würde ich annehmen, dass Virtur euch vermutlich keine andere Wahl gelassen hat. Das ist richtig. Was werdet ihr als nächstes tun? Ich werde erst einmal hierbleiben und Wache halten. Ich will weiterhin versuchen, das Allerheiligste frei von Betrogenen zu halten. Aber das wäre doch... Natürlich seid ihr hier jederzeit willkommen. Das wäre doch eine Idee für eine tolle Mod, also... Irgendwo ein Tal konstruieren, in dem Schneeelfen leben. Und da könnte man einige Quests entwickeln. Schade, dass ich das Modden nicht beherrsche, sonst würde ich mich sofort an die Arbeit machen. Apropos Mod, es gibt eine Mod, mit der kann man selber als Schneeelf spielen, also spielbare Rasse. Wollte ich nochmal am Rand erwähnt haben, wenn euch das Spaß macht, wärme euch Kraft geben. Vermute ich mal, dass ihr auf dem Steam Workshop fündig werdet oder auf Nexus, so genau weiß ich das jetzt nicht. So, und jetzt reden wir mal mit ihr über den Bogen. Virtua hat etwas über Vampirblut und den Bogen das gesagt. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Kann ich dann euer Blut... Ihr seid eine Tochter von Kaltehafen. Das bin ich. Ich denke, wir könnten wohl mein Blut nutzen. Besitzt ihr Pfeile? Elfenpfeile? Für etwas anderes gebe ich mein kostbares Blut nicht her. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe keine dabei, deswegen lassen wir das erstmal. Dann ist es ja gut. Gut, das können wir jederzeit machen. Serana ist ja... relativ verfügbar, die braucht man ja nur mitnehmen. Wenn wir allerdings einen Nachschub an sonnengeweihten Pfeilen haben, müssen wir hierher zurück. Das geht nämlich nur bei Virtur oder wie er heißt. Gelebor heißt er, glaube ich. Jo, seid ihr bereit, das hier zu tun? Ich glaube nicht, dass man jemals darauf vorbereitet sein kann, einen Elternteil zu töten. Nein. Ich gebe mein Bestes, ihn nicht mehr als meinen Vater zu sehen. Das sind... Sagt mir, wenn ihr etwas braucht. Wir haben jetzt schon genug Sorgen. Konzentriert euch auf unsere Aufgabe. Ich mache mir meine eigenen Gedanken.
das hier zu ihrem Zuhause machen, das tue ich aber nicht, keine Sorge. Ja, ich habe überzogen, ist klar, aber es wäre Unsinn gewesen, da jetzt eine neue Folge draus zu machen. Die Informationen sollten beieinander bleiben. Wir schauen uns mal kurz auf der Map an. Nicht auf der. Auf der hier. Also. Nein. Nein, nein, nein. Stopp. Hier gibt es ja noch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, das werden wir nächstes Mal suchen. Also wir. Gelibo befindet sich hier. Da sind wir reingegangen ins vergessene Tal. Und theoretisch müssen wir dahin zurück. Aber gut, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.